Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Akuchi the Heartless. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal, haben wir Limbo abgeschlossen. Kann ich dir direkt mal zeigen hier, ne? Limbo hatten wir abgeschlossen das letzte Mal. Und jetzt müssen wir Purity, den nächsten Boss, killen. Genau. Würde ich sagen, mache ich das doch direkt mal. So, dann, ja. Purity, das Heiligtum des Hasses. Purity wünscht nicht gestört zu werden. Okay, sie haben sich ihren Zorn zugezogen. Oh, weil ich hier reingegangen bin, oder was? Naja, schauen wir mal. Cutscene. Wenn sie denn kommt. Ach, sie lädt wieder nicht. Welcher Gott mag einen so durch und durch bösen Ort wie diese Unterwelt geschaffen haben? Und zu welchem Zweck? Als Gegengewicht zum Licht und dem Guten, dem Leben selbst? Bleibt denn keines Menschenleben von diesem verhassten Gleichgewicht verschont? Ja, es ist, also du hast recht, Akuchi. Das ist ziemlich scheiße, was hier Feuersturm. abgeht. Oh Gott. Und zack, zack. Ah, shit. Ja, wie gesagt, wir kämpfen hier gegen dieses hässliche Vieh. Höllenschlag. Und diese. Und zack, 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 zack. Das ist der einfachste Weg. Schaut mal. Einfach diese 10 Zauber und dann zack, war es das schon. Okay, der haut ab in irgendeinen Uterus oder was das sein soll, ich habe keine Ahnung. Und ja, genau, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal, dass hier der andere Zauber noch, genau hier. Aber die nutze ich nicht. Weil der bringt nicht so viel gegen den leider. So, dann gehen wir weiter. Ah, da ist er doch schon. So, Uppercut ist jetzt angesagt. Uppercut. Oh Gott, oh Gott. Moment. Ja, der Boss ist ein bisschen schwieriger als der letzte. So, und das da war nämlich auch überall Säurewasser und so. Oh, jetzt mach doch. Mensch. Flammengewand. Flammengewand, okay. Oh, jetzt mach doch hier. Oh, so. Ja, genau, der teilt sich. Und der hat hier dieses andere Teil da. Das ist so bescheuert einfach nur, ey. Wie gesagt, nichts für Kinder. Dieses Spiel absolut nicht. So. Dann habe ich ja jetzt meine 20 Zauber hier und meine Standard-Ruckler. Aber wo ist denn der jetzt? Wo ist denn der? Hallo? Wo bist du? Ach Gott, da ganz hinten. Ja, komm. Ist das ein Feigling? Und zack, 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 zack. Oi, oi, oi. So, nein, 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 nein. So, zack. Oh, der ist schwieriger als die anderen. Der ist jetzt schwieriger als die anderen. Da muss man wirklich jetzt mal ein bisschen sich bemühen hier. Zack, 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 zack. Der hat immer noch die Hälfte Leben. Okay, dann muss ich halt hingehen und ihn hauen. So, dann muss ich halt mal einen Schwerkampf machen. Und komm, 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 komm. Und. Komm schon. Spring doch. Egal. Yes, wir haben ihn. Oh, wir haben ihn direkt gekriegt, ey. Oh, sehr schön. Mit diesem komischen, keine Ahnung was. So. Kesho, vergib mir. Ich biete dieses Opfer dar, um die Götter gewogen zu stimmen, um Kraft aus der Geisterwelt zu schöpfen. Mögen wir bald wieder vereint sein. Ich tue dies für dich. Ach du Scheiße. Das ist brutal, ja? Das ist wirklich brutal. Krass. So, Purity, 40 von 40, wunderbar. Ich würde sagen, ich habe jetzt mal ein Safe State gemacht, kurz, weil wenn das wieder abstürzt, ne? Das wäre mies. Das wäre wirklich mies, aber ich glaube. Nee, okay. Da ist er wieder, der Herr mit den Laser-Augen. Ich erobere den vierten Vorhof. Das Geistertor von Enoch wird von Opas Statue bewacht. Zerstöre sie. Und komm mit den Seelen zu mir zurück. Enoch? Oh, nee. Das ist ein Scheiß-Level. Aber wir gehen in die letzte Stage sozusagen von diesem Spiel. Den vierten Vorhof zur Hölle. Und da hinten war schon das Level. Ich muss jetzt erstmal gucken, was war hier noch. Das war keiner, okay, ja. Keiner. Hinten ist noch Enoch und hier ist jetzt. Ah ne, das ist Enoch. Hinten ist noch Gehenna. Und ja. Genau, ich glaube, das sind jetzt die drei letzten Level, wa? Und dann der Boss.
Enoch, der Klingentempel. Valugun verlangt ihre Loyalität. Zaubern sie das Flammengewand, um zu widerstehen. Anderes Design im letzten Bereich. Und die Katze... Ah, doch. Baron Samedi meint, mir bleibt nicht viel Zeit. Aber was ist Zeit? Während meiner Qualen hier mögen im Land der Lebenden nur Sekunden oder ganze Zeitalter verstrichen sein. Der Baron möge beten, dass die Welt noch so ist, wie ich sie verlassen habe. Schon um Keshos Willen. Hm. Okay. Ja, auch ein interessanter Ansatz, ne? Also, es stimmt eigentlich. Es könnte ja auch sein, es könnte ja auch sein, dass während wir hier durchspielen, dass die alle da gar nicht mehr leben. Das stimmt eigentlich. So, machen wir erstmal... Moment. Man ist ja vorsichtig. Man ist ja vorausschauend. Und dann machen wir direkt das kaputt. Dann kommen da auch keine Gegner raus. So. Genau. So, genau. Ja, wir spielen hier wieder dieses schöne Spielchen hier. Akuchi the Heartless. Genau. Hiervon gibt es ja jetzt nur noch in Anführungsstrichen 3 Level. Und da muss ich mal überlegen, was ich als nächstes mache. Aber erstmal nicht. Erstmal sind wir hier noch in Enoch. Ach, du blödes Vieh, ey. Zack. Ey, nix da. Boah, ey. Ah, hier gibt's wieder Abgründe. Das ist. Ja. Oh, so. Zst. Genau. So, zack. Sehr schön. Dann geht's mal da hoch. So. Ja, ich kurze Pause gemacht, weil. Kurz Headset richten. So, dann geht's mal hier weiter. Genau, wieder typisches Jump-and-Run-Element hier. Oh, und Ruckel. Oh, scheiße. Ja, so kann es nichts werden hier. So kommt man da doch nicht hoch, Mensch. So, bis jetzt haben wir ja 40 von 40, ne? Oh Gott, was ist das denn? Geister. Oh, Junge. Oh, Junge. Nein. Du verschwindest nicht. Du verschwindest nicht. Bleib doch hier. Ah, shit. Die brauchen nur 2 Geisterhiebe, glaube ich. Ja. Okay. Die brauchen auch wieder 2 Geisterhiebe. Da muss ich drauf achten. Neue Dämonen auf jeden Fall. Sehen sehr merkwürdig aus. Aber das ist halt so in diesem Spiel. Ja, sieht alles ein bisschen anders aus, als man das kennt. So, dann... Zack. Da unten ist ein Kopf. Den habe ich doch gesehen. Da, genau. Bei dem Level... muss ich nämlich gucken, dass ich hier alle Köpfe kriege, weil in meinem Let's Play habe ich hier auch wieder jede Menge Köpfe übersehen bzw. vergessen bzw. nicht gefunden. Und diese Ruckler gehen mir gerade ganz schön auf den Piss. Und springen, oh Gott, ey. Manchmal springt der nämlich auch nicht. So, okay. Ja, 25 Puppen. Eine Leistenerweiterung kriegen wir, glaube ich, sogar noch. Und hier ist nichts, okay. Muss jetzt hier wieder dran? Ah, okay, ja. Dann fahren wir mal hoch hier. Oh, was? Moment mal. Ah, okay, ich verstehe. Ah, oh Mann, ey. Die mache ich aber so kaputt. Ich habe genug Zauber. Genug von den Regenbogenkanone. So, dann... Ja, keine Ahnung, ich baller einfach drauf. Ah, jetzt nicht mehr. Todesring. Das fliegt auch vorbei. Jetzt komm raus! Feiglinge. Wieder diese Zst. So, hab ich denn jetzt die da unten eigentlich schon? Oh Mann, dieser Ruckler. Ja, ich habe eben 2 Level von Tenshu aufgenommen. Vielleicht liegt's da dran, wirklich. Dass das so ruckelt hier. So. Nein, das wollte ich nicht. Ja, ich habe einen Todesring verschwendet. Da ist doch direkt der Gegner. So, den können wir doch... Da können wir doch jetzt hin, oder? Und ich muss noch... Ah, da ist noch einer. Ja, da können wir hin. Alles klar. Und spring darüber. Sehr schön. Okay. Hier kommen nämlich Tausende von denen. Wirklich Tausende. Da ist nämlich noch einer. Und... Zack. Nein. Geh nicht weg. Ach, Penner. Egal, der kommt ja da schon raus. Und genau, und zack. Usch. Genau, usch. Wuff. Wuff. Haha. Ja, ist wie ein Hund. Oh, da hinten ist noch eine Puppe. Moment.
nicht übersehen. Oh, ja, ich hab's verstanden, Spiel. Da ist noch so einer, aber den kill ich gleich. Ich muss erstmal noch hier die Puppe holen. Ja, hör auf zu nerven. So. Ah, ich verwechsel immer wieder die Tasten. So, da hinten ist auch noch so ein Ding. Das ist wieder so ein Totem hier. Den mache ich nämlich mit einem Todesring platt. Einfach hingehen. Einfach hingehen und Todesring. Yes, sehr schön. So muss das doch sein hier. So, dann ist hier ein Herz drin, ganz wichtig. Das ist nämlich ein kleines Geheimnis hier. Oh, ey, das Wasser fließt hier. Beziehungsweise das Blut. So, in einem von denen war ein Gegner drin. Nämlich hier. Ah, ne, hier dann. Ja, ja, seht ihr das? Da machen wir das Ding auf, um zu sehen, ob da vielleicht ein Bonus-Item drin ist. Aber nein, da kommt ein Gegner raus. Auch sehr nett. Oh Mann, ey, dieser Ruckler hier, ey. Verdammt. Noch einer! Ich wusste nicht mehr, dass das so viele sind. Ich wusste, das waren ein paar, aber nicht so krass viele. Was ist denn noch einer? Nee. Ne, das war's jetzt. Okay, alles klar. Dann gehen wir hoch. Ja, wie gesagt, wie schön hier Akuchi da haben wir. Es neigt sich dem Ende entgegen. Mucke hier ist geil. Ah, wir haben jetzt hier wieder so Spinnen. Und zack. Ey, was machst du denn? Wie unverschämt bist du? So, und weiter. Du bleibst da drin, Freund. Du bleibst da drin. Du lebst noch? Was? Wieso lebt der noch? So, jetzt. Psst. Die Regenbogenkanone, die gute alte. Ist zwar nicht so stark, aber es sind halt viele, ne? Was haben wir da für ein Ding? Das kann man nicht kaputt machen, glaube ich. Ne. Oh, Rukla. Oh, Mann, ey. Uff. So. Ja, wie gesagt, hier bei dem Level auch aufpassen. Also, es könnte in die Hose gehen. Aber erstmal hier auf den Schalter. So. Hier geht nämlich die Tür auf. Genau. Tick, 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 tick. Geil. Die Mucke ist richtig cool hier. So, hier wie gesagt, muss ich auf meine 100% Challenge achten, weil jetzt kommt nämlich schon die erste Stelle, die ich im Let's Play übersehen habe. Erstmal das Ding abwarten. So, okay. Dann kommt nämlich jetzt hier der Speicherpunkt und hier. Hier, das kann man aufschießen. Seht ihr das? Da ist ein Kopf drin. Ja. Aber das war, glaube ich, auch legitim, das zu übersehen, weil das war doch extrem versteckt. Da ist eine Spinne, die ist aber noch nicht aktiv. Schau mal, ein Regenbogen-Ding. Nee. Jetzt ist sie. Die ist immer noch nicht aktiv. Jetzt ist sie aktiv, okay. Jetzt kommt sie. Oh, Ruckelschüsse. So, dann schaue ich mal, dass ich die so irgendwie platt kriege. Nerv nicht. Mein Gott, ey, dann halt so. Ich mache einfach so. Oi. Da ist er kaputt. Das Herz da hinten, das spare ich mir auf, weil jetzt kommt nämlich eine Phase, wo sehr viele Gegner kommen, sagen wir es mal so. Zack, genau. Das sind nämlich zwei Typen hier. Und nochmal Todesring. So, der eine ist down und der andere ist jetzt auch down. So, da haben wir hier einmal Todesring. Fuck. Und Todesring. Ey, wieder ist nicht tot. So, jetzt. Und hier. Und tot. Und genau. So, jetzt kommen nämlich noch zwei Geister hier. Oh, ey. Oh. Wuff. Wuff. Ah, shit, ey. Ne, 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 ne. Nix da. Nix da. Nix da. Nix da. Oh. Und. Oh, komm schon. Wo ist der Geisterhieb? Sehr schön. Geil. Okay. Puh. Sehr anstrengend. Der Kampf. Aber ja, wir haben es geschafft am Ende. So. Kamera, mach deine Moves hier. Genau dafür habe ich mir nämlich das Herz da aufgespart. So, damit wir jetzt... Oh Gott. Damit wir jetzt schön leben... Hä? Wie, ich treffe... Warum? Nimm das doch. So, damit wir jetzt nämlich schön das Leben gekriegt haben. Mein Leben ist auch so schon leer genug. Und wir haben uns den Stein reglich verdient. So, ja.
Das Ding fährt auf eine magische Weise weiter hoch. Sehr gut. Und es macht noch was. Und zwar das da. Wir sollen mal darauf achten, okay? Netter Hinweis. Die Dinger kommen nämlich raus. Und da wir hier keinen Kletterhaken so haben, so wie bei Teng Shu, müssen wir hochklettern. Und genau. Ah, zack, zack. Nein, mach doch nicht den! Ah, diese blöden... Mach doch nicht den. Ich will den da hinten. Den Nervensack. Den da will ich haben. So, weg mit dir. So, dann... Eine Sekunde. Gibt's hier noch was? Ich glaube ja, ne? Ja, hier. Hier ist noch so ein Ding hier. So. Und wir haben bis jetzt... Wie viele Köpfe? Zwei Köpfe. Ja, ich glaube, das passt so. Oh Gott. Und Voodoo-Puppen haben wir wie viele? Boah, ey. Wenn ich da jetzt runtergefallen wäre, ne? Ich hätte so geschrien. Wirklich. Das wäre so unfair gewesen einfach nur. Haben wir da noch was? Ne, da ist nichts mehr. Alles klar. Gleich kommt nämlich eine Stelle, die... Da muss ich wahrscheinlich sogar in Safe State setzen. Aber mehr dazu gleich. So. Und... Ah, Mensch. Dann geh halt so. Ah, und tschüss. Wie geil. Ist er tot? Ja, der ist tot. Wie geil. Einfach mal runtergeschubst. So, seht ihr diese Stelle da? So. Das sieht aus wie Darth Vader im Übrigen, der Kopf, aber egal. Seht ihr diese Stelle da? Oh Gott, das wird jetzt heftig. Ich muss einfach... Ich könnte eigentlich auch zurückgehen, merke ich gerade, ne? Moment mal. Ich könnte zurückgehen. Und dann... Statt darüber zu springen. Weil es wird wahrscheinlich eh nicht klappen. Nee. Oh. Es geht auch anders, aber ich probiere das jetzt hier. Und zack. Und geh da dran! Nee. Ich muss das so machen. Oder? Nee, Moment. Nee. Stopp. Das geht anders. Da muss ich doch wieder runter. Oh Mann. Egal. Aber wie bin ich denn jetzt hier hin? Moment mal. Wenn ich da hinten zurückgehe, komme ich jetzt nochmal hier hoch dann? Ich muss mal überlegen. Eine Sekunde mal. Wenn ich jetzt da runtergehe, dann komme ich doch wieder hoch, oder nicht? Ja, ja, doch. Ja, ja, klar. Okay. Nee, dann gehe ich jetzt erstmal hier runter. Oh, Ruckler. Egal, das kann man nutzen, um die Kamera auszurichten. Ich probiere es nämlich jetzt anders zu machen als im Let's Play. Ich mache es jetzt nämlich... Oh Gott. Nochmal speichern. So. Und so. Yes! Oh, den habe ich. Das war ein schwerer Kopf. Aber es ist es ja wert, ne? Wir wollen ja komplettieren, sage ich einfach mal. So, gut. Dann... Gehen wir mal weiter hier. Sind wir jetzt nämlich wieder zurück. Und dann gehen wir mal hier lang. So, dann gehen wir jetzt mal wieder hier hoch. Ja, ich... Entschuldigung. Mein Mund ist gerade ein bisschen trocken. Das liegt daran, weil ich schon seit 2 Stunden Let's Play oder anderthalb. Ja, aber es ist egal. Ich bin nach wie vor mit Elan dabei hier. Auch wenn die Ruckler es gerade nicht zulassen, aber ja... Oh Gott, was ist das denn hier? Oi, 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 oi. Okay. Dann geh ich sterben. So, sehr schön. Bäh. Oh. Und da hast du doch direkt 2 Geisterhiebe in der Fresse. So, sehr schön. Und. Nein. Da ist noch ein Typ. Oh mein Gott. So, ja. Oh, der kommt direkt vor mir raus. Okay. Bäh. So. Und. Nee, stopp. Nee, so machen wir das nicht, Freund. So nicht, Freund. Aber das ist doch unfair, ey. Das ist doch erstmal wirklich unfair, was der macht. Mann, das ist kindisch. Jetzt komm hier rüber. So. Ah, nee. Oh, Ruckler. Die werden länger, glaube ich. Die Ruckler werden länger. Das heißt, ich muss bald mal die Videos rendern. Glaube ich zumindest, dass das daran liegt. So, jetzt hör auf. Hör auf mit dem Müll. Ich bin kein Völkerball.
So. Ach, keine Ahnung, wo der jetzt rauskommt. Mach das mal erstmal. Wieder Darth Vader Fresse. Ja, sieht echt so aus. Naja. Soll ich den killen? Ja, ich muss den killen. Ich hab doch die Challenge hier. Wobei die eigentlich nur für Seelen gilt und nicht für Gegner. Oh nein, falscher Knopf. Wow, ey. Shit, ich hab bald kein Leben mehr. Der kommt ja auch nicht raus, das ist das Problem. Der geht ja immer auf irgendwelche... in irgendwelche Bereiche rein, wo ich nicht hin kann. Da seht ihr das da. Das ist doch kindisch, was der macht. Oh. Und jetzt kommt noch ein Ruckler. Okay. Oh, Mann. Ich habe keinen Bock, mir noch mehr Leben abziehen zu lassen. Oh. Jetzt hör doch auf damit. Der hat 3 Attacken, okay. Ja, sehr schön. So will ich dich haben. Nur 16 Leben, wie krass. Ich bin fast tot, ja. Oh, Geisterhiebe, sehr schön. Die braucht man auch hier. So, jetzt kommt aber, glaube ich, nur ein normaler... Ah, oh, nee! Egal, den mache ich jetzt so. Usch, 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 usch. Oh Mann, ey. Okay, dann halte ich jetzt mal 4 gedrückt. Und dann kill ihn! Nein, nicht treffen lassen. Ich habe keinen Bock, noch mehr Damage zu kriegen hier. Oh! Ah, der kommt hier unten raus. Der Ruckler. Oh Mann. Ah. Das war geil. Ein Schuss und der war down. Oh, ist noch einer. Der Geisterhebel brauche ich für die Typen da oben. Oh! Nee, komm. Die gehen mir so auf den Sack gerade. Wo denn? Ah, jetzt. Da! Weg mit dir. So. Jetzt habe ich immerhin 10 Geisterhiebe für da oben. Das wird, glaube ich, jetzt... die werde ich auch brauchen. Auf jeden Fall. So, hier ist nämlich... Seht ihr, dass da... Da wartet doch direkt einer auf mich. Da ist noch einer. Seht ihr das? Nee, Moment. Was macht denn der da? Der steht da irgendwo zwischen, okay. Ja, ist egal. Komm dann. Oh nein, die sind beide vorbeigeflogen. Ach, ist das ärgerlich. Ärgerlich. Oh, richtig. Oh, oh shit. Oh shit. Oh Gott. Oh, es hört nicht auf. Es hört... Was soll ich machen? Der trifft nicht. Nee. Mensch. So. Weiter geht's. Boah, ich habe echt wenig Leben gerade. Ich habe immer Probleme in dieser Welt. Immer. Aber hier ist keiner mehr. Sehr schön. So, die restlichen Geisterhilfe brauche ich nämlich für hier oben. Weil hier oben kommt der quasi Endgegner. In Anführungszeichen. Dann zack, geht er hoch. Und dann nehme ich hier oben diesen Kopf da. Nein, Moment. Nein, 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 nein. Ich will den nicht verschwendet haben. Egal, komm. So, dann. Ui, ui, ui. Oh nee, jetzt habe ich keine Zauber, um den zu killen. Oder was doch? Zack, 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 zack. Oh, ey. Hör doch auf, ey. Mach mich nicht schwach. So. Okay, sehr schön. Da unten habe ich einen Speicherpunkt gesehen eben. Und wir haben wieder ein bisschen mehr Leben. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und spring rüber. Zack. So. Ja, wir haben nämlich nur diese Zauber da. So, es geht weiter. Weiter geht's, ey. Langes Level auf jeden Fall. Aber es macht Spaß. So, dann zack, 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 zack. Dafür nehme ich meine Regenbogenkanone. Weil die halten ja nicht so viel aus, ne? Ich verballe einfach meine Munition, dafür ist ja okay. Oh, nee. Oh. Ja, komm. So. Ja, genau. Oh, Mann, ey. So. Ja, yeah, ja. Yeah. Schön rollen hier drauf. So. Ja, bist du lieber jetzt keinen Späße machen hier. Da ist nämlich noch ein Gegner. Und zack. Der wollte gerade schlagen.
Ja, genau. So, hier haben wir nichts mehr. Irgendwie wenig Puppen in diesem Level, ha? Naja. Ah, ein großes Herz, sehr schön, das brauche ich auch. So, ey. So. Gott sei Dank, ey. So. Gut, dann mache ich das erstmal kaputt da. So. Oh. Zwei! Oh Mann! Oh Mann! Um Gottes Willen! Oh, dieser scheiß Ruckler, ey. Ja, komm doch hier hin. Ich hab doch keinen Bock auf... Ja. Oh, Mensch. Zack. Was, die halten mehr aus? Die halten mehr aus als der Kick. Okay. Krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ah, hier gibt's ja auch den hier. Moment mal. Kennt ihr den noch? Den Wolf hier. Das ist der aus Discord. Unser inneres Tier ist das. Und zack. Mit einem Schlag kaputt. Sehr schön, ey. So. Den habe ich fast nicht gebraucht, den Wolf. Naja. Nö, den habe ich so gut wie... Ah! Nicht gebraucht. Naja. Ist ja egal. Der hat da, war da irgendwie festgebackt. Keine Ahnung. So. Oh, Mann. So, ja. Ja, ist doch gut, Mensch. Hör doch auf jetzt. Ich weiß, dass meine Festplatte fast voll ist. So, dann geh mal hier hoch. Weil da ist nämlich der letzte Kopf. Sehr schön. Wir haben alle. Sehr geil. Sehr geil. Und dann springen wir da hinten hin. Weil bevor der weggeht gleich. Der geht nämlich erst jede Sekunde weg hier. Und komm schon. Geh doch hoch. Ja. Sehr schön. Okay. So. Zauber. Ja doch, komm. Den Zauber nehmen wir mit. Zauber sind immer willkommen hier. So. Den brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, aber hey, wir haben volles Leben durch den bekommen. Das ist ein geiles Feature auf jeden Fall. Aber jetzt müsste ich mich doch langsam mal zurückverwandeln, oder? Hallo? Wie lange bleibt der? Das ist ja geil. Bleibt das für immer? Nee, oder? Ah, hä? Moment mal. Wo ist denn der Stein? Ist der hier unten, oder was? Moment mal. Ah, jetzt verwandle ich mich wieder. Boah. Wo ist der Stein? Hä? Hä? Wo war denn der jetzt nochmal? Bin ich blöd? Ah, hier ist doch noch was. Oh, Mann. Scheiße. Jetzt hätte ich den natürlich gebraucht, ey. Fuck. Jetzt hätte ich den echt gebraucht. Ah, shit. Hätte ich das gewusst. Oh, ich habe das voll vergessen, ey. Scheiße. Ah, ich Idiot. Ah, gut, so bin ich halt auch manchmal. Ah, Ruckel. So, jetzt. Ja, aber, ja toll, jetzt ist die Hälfte meines Lebens wieder weg. Und der nimmt den Stein nicht. Doch, jetzt nimmt er den Stein, okay. So. Ja, vergessen, dass da auf der Seite noch was war. Aber wo war das denn jetzt mit dem... Ah, hier. Genau. Da ist... Da rennt noch einer rum. Was? Okay, wieso rennt da noch einer rum? Ja, dann... Ja, dann komm. Was machst du denn? Du hast keinen Bock, mich zu killen, okay? Ja, gut. Ich kann verstehen, dass du ein bisschen Schiss hast vor Akuchi. Aber ja... Du musst mich doch trotzdem töten, Mensch. Du wurdest so programmiert. Naja, egal. Packen wir mal den Stein hier drauf. So, zack. So, dann geht's mal weiter. Oh, ist noch zwei. Was? Ja, das hätte ich alles mit dem Wolf machen sollen. Ich verstehe schon. Oh, ey. Nee, nee, nee. Vergiss es. Vergesst es. Vergesst es. Nein. Ah. Penner hat mich getroffen. Ja, egal. So, dann geht's mal hier lang. Oh, nee. Nicht die schon wieder. Die muss ich doch irgendwie alle killen. Ich habe keine Zauber mehr. Ja, was machst du denn? Du bist auch ein bisschen dumm oder so, ne? Du bist auch ein bisschen dämlich. Und wo kommt der hin?
Er kommt schon wieder da unten raus. So, den haben wir. So, jetzt kommt nämlich eine Scheißstelle in diesem Level. Und wir direkt weiter, weil wie ihr seht, das ist ziemlich tricky. Da oben habe ich nochmal 6 Geisterhiebe, das ist gut. Habe ich den jetzt alle? Ja, wir haben alle Köpfe, das habe ich eben schon festgestellt, ich weiß. Oh, lass mich doch erstmal den Zauber holen. Mensch. So, jetzt. Jetzt kriege ich euch alle, zack, zack. Da kommt nämlich noch einer. Da kommen noch 2, glaube ich sogar. Da ist noch einer. Zack, zack. So, ich merke es echt. Also die Festplatte wird langsam echt bedenklich voll. So. Hab ich sie jetzt? Nö, immer noch nicht. Toll. Ah, es ist doch gemein, ey. Mensch. So. Wie viele wollen da noch kommen? Hey. Ich springe einfach. Oh, jetzt geht er wieder dahin, wo ich ihn nicht treffen kann. Jetzt komm schon. Stirb. Mein Gott. Boah, was? Boah, ich dachte schon, Alter, ich würde runterfallen. Boah, das ist... Ah, okay, das ist der Schalter. Ja, wir müssen nämlich hinten zu dem... Hinten zu dem Schalter, damit... Oh, warte erstmal. So. Eieiei. Oh, klar, unten. Dann warte ich erstmal, bis der zu mir kommt. Und dann... Oh, das war mein letzter Zauber. Toll. Ah, da hinten sind noch Geisterhiebe drauf. Moment mal. Da sind noch Geisterhiebe. Oh! Oh Gott. Oh, ist das scheiße hier. So. Boah. So, okay, geschafft. Ah, da sind noch Geisterhiebe drauf. Okay, ich verstehe. Da hinten. Ich glaube, einer reicht. Ja, sehr schön. Haben wir es jetzt? Da ist noch einer. Alter, das kann doch nicht sein. Kill ich den halt auch noch. Haben wir es jetzt? Kommt da noch? Ey, das ist jetzt nicht deren Ernst. Wie viele Ey, hallo? Das ist doch jetzt echt ein Witz. Ich will doch alle killen, Mensch. Aber wenn es so läuft, dann kann ich nicht... Ah, alle killen. Boah, boah, ich bin fast tot. Boah, ey. Shit. Boah, ich bin fast tot, ey. Boah. Wie soll ich das denn machen? Ja, warte mal. Ich lock den erstmal hier hin. Nein, geh nicht hoch. So. Ich lock den... So geht... Nein! Nein! Fuck! Scheiße! Naja, egal, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns da gleich wieder, ne? Also bis gleich. So, Freunde, wir sind hier wieder. Ja. Ich habe jetzt wieder bis hierhin gespielt. Hab's genauso gemacht wie vorher. Und ja, bin jetzt hier noch bei diesem letzten Gegner da. Und ja, keine Ahnung, also... Oh, also wenn ich hier runterspringe, dann komme ich irgendwie zum Anfang des Levels und sterbe. Okay, auch nicht schlecht. So, dann warte ich jetzt mal ab, bis der hier hinkommt. Naja, das bringt nichts. Nee, nee. Ich habe jetzt hier auch mal ein Safe State gesetzt, aber ich hoffe halt, dass... Alter! Nee, komm. Ich lasse ihn jetzt in Ruhe. Ich bin ja fast tot hier. Ey, nee. Ja, dann tschüss. Dann tut's mir leid, wenn ich jetzt... Was passiert? Ah, der ist da. Der ist da noch. Scheiße, ey. Boah, nee, komm. Vergiss es, Junge. Das war's jetzt. Oh, geschafft. Geschafft. Boah, guck mal das Leben an. Naja, egal. So. Okay. Eh noch der Klingeltempel. 44 von 44. Alter, so weit war ich noch nie. Also, in irgendeinem Let's Play oder so. Das war krass, ey. Puh, das war ganz schön knapp. Um das Land Kane zu durchqueren, musst du den Dämonen Balogun besänftigen. Wenn du ihm ein Opfer darbietest, lässt er dich vielleicht durch die Geistertore. Ja, okay. Wir sollen also einen Dämon besänftigen. Hm. Gut, Baron, das machen wir dann das nächste Mal.
Hier ist das letzte Level, Gehenna. Aber ja, ich würde sagen, Freunde, das war doch eine sehr ereignisreiche Folge wieder bei Akuchi the Heartless. Und genau, ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal hier bei Kena wieder. Jo. Also gut, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Ciao, ciao.